ist. Das sieht ja nice aus. Raus hier aus dem Paket. Mal auspacken hier, ein Mäuschen, warte. Fahr mal wieder die Gabel. Mit einer Hand hier ist aber auch echt schwierig. Also was meint ihr denn, was das ist? Ihr müsst ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das ist irgendetwas, was mir helfen wird, ergonomischer zu malen und zu zeichnen. Schon erraten. Warte mal. Spannend, spannend. Es bleibt auch spannend. Mit einer Hand ist das echt zum Kurzen. Zum Kurzen. Ah. Jetzt schauen wir mal. Oh, das ist aber gut eingepackt hier. 23 Mal. Es ist auf jeden Fall. Hier, zieh mal bitte. Zieh mal bitte an den Plastik. Genau, zieh ab. Zieh ab. Noch weiter, weiter, weiter. Zieh ab. Boah. Gibt's ja wohl nicht. Nächstes Mal mache ich das Video. Naja. Ich pack's kurz aus und mach weiter. So, jetzt habe ich es ausgepackt, einhändig. Und jetzt zeige ich mal, was das ist. Also ich glaube, das ist irgendetwas zum Zeichnen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es soll angeblich funktionieren. Man kann das in unterschiedlichen Winkeln. Ach so, wir sollten das mal umdrehen. Wie kann man das Papier oben reinklemmen? Ziemlich cool. Jetzt wird ein Schuh draus. Yay, guckt euch mal das an. Jetzt kann man das halt in unterschiedlichen Winkeln abklappen, glaube ich. So. Und dann kann man das hier wunderbest zum Zeichnen positionieren. Und das ist auf jeden Fall A3 hochkant. Mega geil. Richtig sexy Hexi. Also das gefällt mir richtig gut. Richtig starkes Ding. Und natürlich auch jetzt ein Griff zum Mitnehmen. Also wenn ihr weiter so eine scheiß Videos gucken wollt, Kick aus Plus und bis bald. Also, das bei Etsy gekauft. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stufen. Hier oben, das kann man so individuell verschieben. Da kannst du dein Blatt einspannen. Und hier unten kannst du das natürlich dann nochmal befestigen. Was ich glaube, ich noch machen werde, ist, dass ich hier eine Kante anbringe, damit das Blatt auf dieser Kante liegt und nicht hier unten, weil ich will die auch im unteren Bereich malen.